Lord Alistair. Da seid ihr ja, Sirs. Varys, verdammter Eunuch, welches Spiel spielst du? Beruhigt euch, Milord. Es wäre unvorteilhaft, die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Woher wusstest du, dass wir nach Königsmund kommen? Das spielt keine Rolle. Die Zeit drängt. Ich habe mir die Freiheit genommen, euren Meister hierher zu bringen. Aber er ist hier lediglich für kurze Zeit sicher. Ich bin nicht der Einzige, dem eure Anwesenheit bekannt ist, müsst ihr wissen. Valar weiß ebenfalls davon und lässt euch von seinen Schergen suchen. Meine kleinen Vögel haben mir sogar berichtet, dass hier und dort rote Mäntel gesichtet wurden. Warum interessiert er sich noch für uns? Soweit er weiß, ist das Kind tot. Ganz einfach. Ich habe es ihm gesagt. Aber warum habt ihr das getan? Natürlich, um euren Plänen zu dienen, Milord. Ich brauchte eine gute Entschuldigung, um ihn an einen Ort zu locken, wo ihr Rache nehmen könnt. Und nach Möglichkeit fernab von neugierigen Augen. Ihr müsst wissen, Lord Eddard Stark wird in Kürze auf dem Vorplatz der großen Septe von Baelor vor der Bevölkerung von Königsmund seine Verbrechen gestehen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Thronsaal leer sein und nur ein paar Soldaten werden ihn von außen bewachen. Ich habe etwaige Gerüchte verbreiten lassen, in denen es um euch, ein junges Kind und ein Treffen mit der Königin geht. Was willst du erreichen, indem du Valar reinlegst, schändliche Spinne? Ser Sarwick kann bezeugen, dass sein Halbbruder und ich uns nie einig waren. Ich kann euch versprechen, dass meine Hilfe nur dem Reich dient. Aber nun hört mir aufmerksam zu. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zuerst müsst ihr valyrischen Stahl finden. Ohne werdet ihr keine Chance haben, Ser Valar zu besiegen. Ich habe von den schrecklichen Dingen gehört, die sich in Flussrath und Burgholz zugetragen haben. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass nur dieser Stahl einen Schatten besiegen kann. Leider kenne ich nur einen Menschen, der über eine solche Waffe verfügt und sich in unmittelbarer Nähe befindet. Soweit ich weiß, handelt es sich um einen alten Bekannten von euch. Ein Ritter mit dem Namen Clemens Schildhold. Clemens? Und du denkst, er wird uns ein kostbares Schwert einfach so geben? Ich bin mir sicher, es gibt mehr als nur eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, Milord. Vielleicht zeigt sich euer Freund ja verständnisvoll. Du hast Clemens offensichtlich noch nicht kennengelernt. Wie dem auch sei, ich befürchte, ihr habt keine andere Wahl. Entweder ihr bekommt den Stahl, oder ihr werdet durch die Hand eures Feindes sterben. Nun gut, wir werden Clemens einen Besuch abstatten. Vielleicht können wir ihn dazu überreden, uns das Schwert zu leihen. Du weißt genau, wie das enden wird, Alistair. Der gute alte Clemens. Das Letzte, okay, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er kurz nach der Krönung von Robert hierher gezogen ist. Und wo kriegen wir valyrischen Stahl? Dahinter kriegen wir welchen. Nun gut, dann schauen wir doch mal nach. Hoffen wir, dass er immer noch hier lebt. Tut er, sonst wäre er nicht auf der Karte angezeigt. Und ich werde mal eben schnell die Lage abchecken. Die kommen wir gar nicht durch. Wie kommen wir da am sinnvollsten vorbei? Ach, wir können einfach den Rückweg gehen. Genau. Ich sollte auf R drücken und nicht auf ihn. Immer drücke ich auf Escape, um das zu beenden. Das ist total falsch. Diese Dramatik. Aber da passiert gar nichts. Ich meinte mal, oh, jetzt. Und dann war ja gar nichts. Ach, guck. Kinder des Waldes. Und die Schattenfänger. Ist hier noch was? Nö. Hier wird nicht. Oh. Wo wollen die hin? Okay, die gehen in eine andere Richtung. Aber das ist natürlich genau die Richtung, in die wir müssen. Sei denn, wir gehen hier oben lang. Ich glaube, das ist aber extra so programmiert, dass wir das nämlich nicht können, dass wir auf jeden Fall in irgendwie eine Patrouille reinlaufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ich habe deswegen diese Dramatik.
Oder auch nicht. Oder wir gehen einfach zu Clemens. Ja, warum steht ihr hier rum? Keine Ahnung, fragen wir mal. Clemens, alter Ritter. Lange ist es her. Die zwei Kämpfer des berühmten zweischneidigen Schwerts. Man hat mir erzählt, ihr würdet nicht mehr zusammenkämpfen. Nach all diesen Jahren ohne eine Nachricht bin ich davon ausgegangen, dass ihr tot seid. Und ohne die Hilfe von Rolor hättest du recht. Nun, meine Freunde, ich vermute, ihr seid nicht gekommen, um ein rührseliges Wiedersehen zu feiern. Wir brauchen deine Hilfe, Clemens. Meine Hilfe, was? Um was genau geht es? Wir müssen jemanden töten und brauchen dafür ein Schwert aus valyrischem Stahl. Ihr habt ja Nerven. Nachdem ihr mich für 15 Jahre ignoriert habt, kommt ihr jetzt und bittet mich um einen Gefallen? Und was für einen? Ein Mann mit meinem Schwert töten? Ihr haltet mich wohl zum Narren. In den letzten 30 Jahren haben viele Männer dieses Schwert begehrt. Doch meine Antwort war immer die gleiche. Wenn ihr dieses Schwert haben wollt, dann kommt und holt es euch. Es tut mir leid, alter Freund. Ich hatte gehofft, du würdest uns eine andere Antwort geben. Aber so lässt du uns keine andere Wahl. Los, kommt her. So, erstmal muss Fifi den zu Boden reißen. Genau wie der und dann tot von oben. So, dann wird er in Brand gesteckt. Wie viel Leben der einfach mal hat. Und dann Brandbeschleuniger. Heilen bei eben schnell. Ja, ist klar. Wie, der ist immun? Der ist immun gegen auf Fresse hauen? Aber der ist nicht immun gegen den Brand gesteckt werden. Nämlich auch jetzt tot. Ach, geht das alles schnell manchmal. Genug. Ihr seid in all den Jahren nicht schwächer geworden. Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Clemens. Mein Herr Rolor geleitet mir den Weg zu meiner Rache. Ich verstehe. Dann nehmt dieses verdammte Schwert. Ihr habt es euch verdient. Ich habe gedacht, du würdest eher sterben, als dich davon zu trennen. In den 30 Jahren, in denen ich gekämpft habe, seid ihr die Ersten, die es wert sind, es zu tragen. Ein starker Mann braucht eine Waffe, die zu ihm passt. Nehmt es. Ich weiß, dass ihr es in Ehren halten werdet. Danke, mein Freund. Ja, lebt wohl. Was mich angeht, so wartet eine Flasche auf mich. Das ist meine persönliche Art, Wunden zu heilen. Gut. Nun, da wir die Waffe haben, gehen wir zurück zu Varys. Claymore aus valyrischem Stahl. Ja, die kann eh nur Mors tragen. Boah, was ein Ding, ey. Mein Gott. Was ein Teil. Der kürzeste Weg wäre darum, aber auf dem kürzesten Weg warten diverse Anhänger des Feindes. Deswegen laufen wir jetzt den längeren Weg. Schnell mit der Stahlklinge. Ich dachte, da hätten wir jetzt eher die Mega-Probleme, aber das ging ja mal eben flott. Haben wir uns mal eben schnell geholt. Nur war es. Und, Milords? Habt ihr alles, was ihr braucht? Wir haben valyrischen Stahl. Wir müssen nun zum nächsten Schritt übergehen. Sehr gut. Eine Waffe wie diese erfordert Geschick. Seid ihr sicher, dass ihr die Waffe gut nutzen könnt? Der Stahl könnte sonst auch geschmolzen und neu geschmiedet werden. Ich kenne einen hervorragenden Schmied.
Ein diskreter junger Mann und einer der wenigen, die valyrischen Stahl schmieden können. Aber wir müssen uns beeilen. Möchtet ihr die Waffe neu schmieden lassen? Sagt uns, wo wir diesen Schmied finden können. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Gut, wir müssen uns beeilen. Der Schmiedelehrling wartet auf euch. Ihr werdet ihn leicht finden. Die Schmiede seines neuen Meisters befindet sich im Händlerviertel. Da hinten. Gehen wir doch direkt mal hin. Weil vielleicht, das macht zwar keinen Sinn, aber vielleicht können wir uns dann Pfeile davon machen, weil wir wählen ja den Weg von Alistair. Und wenn wir jetzt mit Mors dann dahin gehen, dann wird Mors ja sowieso oder so elendig verrecken. Kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir nämlich das Problem, dass wir quasi keinen, ja, dass wir quasi niemanden, keine Waffen haben, mit denen wir den komischen Schatten. Der Roland. Erstmal gehen wir hier. Hat der noch irgendwas für uns? Nö, hat er nicht. Wir können ein bisschen was verkaufen, ne? Dumm, möchte ich verkaufen. Reichlich verkaufen. Wenn ich jetzt was verkaufe, was eigentlich besser gewesen ist, tut's mir leid, aber ich mach's trotzdem einfach, weil ich habe eigentlich jetzt auch genug Klamotten. Den behalten wir mal für alle Fälle. Kohle haben wir genug und dann wollen wir mal gucken, was er uns anbietet. Du bist also der Schmiedelehrling, von dem uns Varys erzählt hat, nicht wahr? Ja, da bin ich. Lord Varys hat mir gesagt, dass ihr keine Zeit zu verlieren habt. Dann zeig mir die berühmte Waffe. Sehr guter Stahl. Ich hatte die Gelegenheit, meinem früheren Meister Topo Mott beim Erneuern solcher Waffen zuzuschauen. An was für eine Waffe hattet ihr gedacht? Eine Fernkampfwaffe natürlich. Ich möchte, dass aus dem Stahl eine Fernkampfwaffe geschmiedet wird. Sehr wohl, Milord. Ich werde die Waffe und die Munition eurer Wahl schmieden. Was genau braucht ihr? Ich möchte einen Bogen. Ich brauche einen robusten Bogen und durchschlagskräftige Pfeile. Ist schon so gut wie erledigt. Schönes Schwert. Hier, bitte. Das sollte genügen, um ein ganzes Regiment zu töten. Gefällt euch die Waffe? Perfekt. Die ist bestimmt der Traum überhaupt. Dann wollen wir die doch mal anlegen. War gut, dass wir das Teil hier, das Ding nicht verkauft haben, weil er hat nämlich jetzt nichts mehr. Der kriegt nämlich jetzt das Ding wieder an. Über 108 Schaden und der kriegt nämlich zum einen, zack, jetzt haben wir nur noch 74, das ist natürlich schlau. Aber der kriegt jetzt auch noch 83. Ist jetzt ein bisschen weniger, aber das liegt... Boah. Das liegt daran, dass wir Breitkopf durchbohrende spitze Pfeile... Jetzt muss ich mal eben gucken. Scharfe Geschosse. Stumpfe Geschosse. Spitze Geschosse sind natürlich die mit dem allerwenigsten Schaden. Das ist super. Ja. Und ich will auch kein Level-Up mehr vorher haben. Klasse, das hat ja super funktioniert. Na gut, dann müssen wir jetzt durch. Ich habe genau die falschen Sachen geskillt, aber das konnte ja keiner ahnen, dass das so endet. Das ist ja, der sieht aber auch schick aus, der Bogen. Muss man ja sagen. So, dann wollen wir zu Lord Varys gehen. Dann werden wir uns wohl oder übel mal dem Ende nähern. Wobei ich an dieser Stelle eine kurze Pause mache. Und ich bin gleich wieder da.
dann geht es direkt weiter in vielleicht noch dieser Folge, ansonsten dann schon in der nächsten Folge. Und ich sag mal, für alle Fälle auf jeden Fall bis gleich, bis jetzt oder bis ein wenig später.